zusammen, ich bin's wieder, Jin Make-up in the house. Uhu. Wir machen jetzt miteinander einen Look, den ich mir jetzt einfach spontan vom Gesicht kreieren werde. Ich habe noch ein bisschen Glitzer und so im Gesicht, das ist, weil ich gerade vorher etwas anderes gefunden habe. Wer hätte es erwartet? Anyways, wir machen jetzt einen Look zu dem, ich würde sagen, dass er ein bisschen darker ist. Also wir machen wirklich smoky eyes, ein bisschen vampy. Und für das habe ich verschiedene Sachen, die ich ausprobieren möchte. Und ich würde sagen, lassen wir los. Als erstes natürlich wieder Base, meine trusty Pretty Fresh Hyaluronic Acid. Jetzt kann ich sagen, das mal. Colourpop. Ich brauche im Moment nichts anderes. Aber zuerst gehen wir natürlich primen mit der anderen Hand. Mit dem Tea Tree Seed Serum. Und ich jetzt einfach wirklich grosszügig auf den Haut verteilen, weil die Haut ist jetzt gerade von vorher noch ein bisschen gereizt. Das lassen wir jetzt einfach schnell so ein bisschen sitzen. Man fächert sich Luft zu. Mein Ring fliegt mir jetzt ab. So. Machen wir da mal den Primer zu. Und in der Zeit, wo das ein bisschen setzt, tue ich jetzt hier ganz schnell meine Haare hinterher klippen. Ja, das hat genau nichts gebracht. Oh, okay, ich muss es mit zwei Händen machen. Das heisst, nachdem ich meine Foundation aufgedreht habe, weil ich habe jetzt Foundation in der Hand und ich will das nicht, dass das randaliert bei mir. So, wir nehmen ein Schwämmchen und wir machen das nass in meinem San Pellegrino. Ja, ich habe da kein Hahnenwasser, deshalb. Also wir haben hier schon länger kein Hahnenwasser, das gescheit ist für uns auf sich zu tun, deshalb nehme ich jetzt Miss Bottled Water. Gehen wir da rein. Wenn der Schwamm genug nass ist, was er jetzt noch nicht ist. Jetzt ist er das. Gehen wir da aufpicken und verteilen das so auf dem Gesicht. Und dann tun wir das in die Haut einschaffen. Mit dem Schwämmchen. Dann wird Foundation drauf. Jetzt kann ich meine Haare hinterher klippen, weil jetzt habe ich da momentan kein Zeugs auf meiner Hand. So, einmal. Wo ist die zweite? Au, das wäre meine Nägel gewesen. So. Das Wasser stelle ich jetzt wieder auf die Seite, weil das brauche ich jetzt im nächsten Moment sicher mal nicht. Dann machen wir das jetzt so. Ich werde jetzt hier, weil ich habe einen extremen Augenring, weil ich wieder nicht gut geschlafen habe, gehe ich jetzt hier noch mit einem anderen Produkt rein. Und zwar, das ist der Concealer. Der Cover Pop Concealer von Trissi. In Light Beige, den ich jetzt mit auftrage, weil der deckt ein bisschen besser unter den Augen. Und dann gehe ich mit dem Colourpop. Für das brauche ich jetzt einen Pinsel. Wo das gut aufträgt, so vielleicht, habe ich einen, vielleicht irgendwo. Selbst du noch. Ich gehe nicht. Also ich habe einen Pinsel gefunden, mit dem gehe ich jetzt da rein. Mit dem nehme ich jetzt da ein bisschen auf, mit dem tue ich das jetzt da drunter setzen. Ja, das deckt einiges besser ab. Also wenn man da sieht,
Vergleich von da zu da ist schon ein bisschen anders. Also, nein, theoretisch könnte ich das auch mit dem Schwamm tragen. Wieso mache ich das eigentlich nicht? Ich gehe jetzt nicht in den Schwamm rein, nehme jetzt das Produkt auf. Und hole mir das hier unter die Augen. Der Pinsel ist ein bisschen useless, habe ich das Gefühl. Das Ding bei dem ist, er sieht immer ein bisschen sehr cakey aus. Und deshalb gehe ich jetzt noch mit dem anderen drüber, bevor ich das pudere. Wäre eben der Concealer. Sieht ein bisschen aus wie ein Painterly Pop von MAC oder so, aber ja. Und er ist halt ein bisschen gel. Aber ich finde, er macht Coverage einiges besser. Also, jetzt gehe ich mit meinem Colourpop No Filter Concealer rein. Und dann nehme ich jetzt auch hier grosszügig hierher und und ich dann auf die Augen und auf die Schnauze. Oui, oui. Bonjour. Je me suis le baguette. So, und heute haben wir auch noch ein bisschen Weiss dazu. Und zwar da dazwischen. For reasons, I guess. Ich frage mich nicht, was die wären, weil ich weiß es selber nicht. Und jetzt nehme ich hier ein anderes Schwämmchen, da, diese hier, und verteile das mit dem hier. Verteilen, weil der andere hat immer noch vom dunkleren Concealer drauf und das finde ich nicht so geil. Dann sollte ich das jetzt hier so einschaffen. Und natürlich auch aufs Auge. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ich habe jetzt gerade letzte, meine erste Bestellung bei Huda Beauty gemacht. Ich habe noch nie ein Produkt von ihrer, also von der Huda Katan, gebraucht. Ich habe jetzt eine riesige Bestellung gemacht bei ihnen, weil ich finde ihre Sache eigentlich recht nice. Ein bisschen overpriced. Gut, ich kenne Qualität jetzt noch nicht, aber trotzdem, ich finde es ein bisschen sehr heftig vom Preis her. Aber eben, ich habe jetzt wieder bestellt und wir sehen dann, wie es ist von der Qualität her. Und ja, ich lasse mich jetzt mal überraschen, weil ich freue mich auf die Sachen. Gibt es bei euch irgendeinen Make-up-Marken, wenn ihr Make-up braucht natürlich, die ihr noch nie ausprobiert habt? Ich glaube, das ist eben nicht. Ich habe mal irgendeine Bettel drauf. So ja, eben. Gibt es bei irgendwelche Make-up-Marken, die noch nie ausprobiert worden sind? Wenn ja, schreibt es mir auch unten in die Kommentare rein. Ein bisschen Publikumsinteraktion. Ihr faulen Säcken. gut, jetzt nehme ich da ein bisschen von meinem Colourpop-Puder. Und trage das unter dem Auge auf. Dass das auch bleibt, was ist. Also bis ich der Concealer, dass der bleibt, was ohne ist. So. Und da auch ein bisschen pudern. Das ist nicht mehr verrutscht. Und dann gehe ich mit meinem Elfpuder, einfach mit meinem weißen Baking-Puder quasi, gehe ich jetzt hier unter die Augen und drücke mir das rein. So, das sieht doch schon besser aus. Dass ich, wenn ich nachher Fallout habe, was ich sehr wahrscheinlich wird haben, weil ich arbeite mit Schwarz und so. Also dem her tun wir da jetzt grob zulegen mit Puder. Also. Dann da ein bisschen. Wenn wir schon Baker sind, dann machen wir doch das gut richtig. Und wenn sich das nachher wieder absetzt, bei grauenhaft, aber ist gleich. Und das ein bisschen runterziehen.
Wir haben jetzt überall weißes Puder in der Fresse, das ist gut. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Schön. Jetzt machen wir weiter. Und zwar habe ich verschiedene Paletten da. Einerseits die Brow Palette von September Rose Cosmetics. Das wäre die hier. Mit der habe ich ja schon mal gearbeitet für mein Palettiers Tutorial. Und mit der werde ich einfach so ein bisschen Basefarbe wahrscheinlich aufbauen. Dann habe ich von der VH Cosmetics und von der Alicia Marie ihre wunderschöne Collab-Palette. Wie ihr seht, ich brauche sie sehr gerne. Ich liebe die Palette wirklich. Ich finde sie sensationell geil. Also Ellie, props to you. Very good job. Dann haben wir die Workshop-Palette von Colourpop. Ich will ein bisschen mehr bei Swampy-Zeugs reingehen, deshalb finde ich die ist eigentlich... Auch die ist well-loved. Schwarz-weiß Palette. Und dann fürs Face habe ich von der Juvia's Place. Fürs Face habe ich von der Juvia's Place. Habe ich da ein bisschen darker Blush und so, die ich vielleicht brauchen würde. Ich finde da die mittlere Blush, da die Neo Blush, die finde ich eigentlich noch geil. Wenn man die da so ein bisschen nachher abblendet, finde ich das noch geil aussehen. Deshalb habe ich die jetzt auch mal mitgenommen für, da, für diesen Look. Das Contour mache ich dann nach den Augen. Das Rouge auch. Deshalb würde ich sagen, lassen wir los. Nehme ich jetzt zuerst mal meine... machen wir einen bisschen kälteren Look, würde ich sagen, oder? Dann würde ich eigentlich sagen... brauche ich die Brow Palette nicht wirklich, weil die hat alle so ein bisschen wärmere Töne drin. Außer jetzt vielleicht die beiden da und das da oben. Aber es sind alles so ein bisschen wärmere Töne, die ich nicht so kann brauchen kann. Deshalb würde ich jetzt mal behaupten, fangen wir doch gerade mit der Palette von der Alicia Marie an. Und zwar mit diesen Farben hier, also mit dieser mittleren Farbe. Die nennt sich Soft Spot und das ist eine richtig gute Basefarbe. Ich gehe jetzt in die Farbe Soft Spot rein und tue mir die jetzt hier auftragen. Wunderschön pigmentiert, lässt sich gut verblenden. Also eben bei dieser Palette hat eigentlich... Ellie hat richtig einen geilen Job gemacht mit dieser Palette. Und Ellie hat einen richtig geilen Job gemacht mit dieser Palette und ich habe nichts zu meckern daran, wirklich nicht. Also die Duochrome Shades, alles ist richtig, richtig nice. So. Das habe ich jetzt auch mal in die Crease und ein bisschen oben drauf platziert. Das mache ich jetzt auf der anderen Seite. Schau mal, wie effortless das aufs Leiden geht. Das ist krass. Das ist einfach wirklich krass. Also es lässt sich so easy gut damit arbeiten. Ich mache das ein bisschen das Outer V, weil ich will, da, dass das nachher ein bisschen in einem V-Shape so ein kleines V hat. Da. Vielleicht, wenn ich es nachher auch ausgrunge, wer weiß. Dann gehe ich hier in die Farbe. Safe Word rein, das ist die hier. Mit der gehe ich auch noch mal auf in die Crease. Die ist jetzt ein bisschen recht viel dunkler, also mit der muss man ein bisschen schauen, aber mal. Nein, ich finde die Palette richtig, richtig nice. Und sie ist einfach, bis auf ein Stück, ich habe hier in Deutschland in einem DM gekauft, bis auf ein Stück sind halt einfach easy alle weg gewesen. Und wenn das der Fall ist, dann weiss man halt einfach, dass dass man etwas gemacht hat, was die Leute geil finden. Also wenn ich etwas würde selber machen, dann würde ich auch von der, vom Look her, jetzt nicht von der Farbe, aber vom Look her, auch innen so etwas machen und ich würde auch sehr gerne mit BH Cosmetics etwas machen, weil ich finde ihre Produkte richtig nice. Colourpop ist natürlich auch cool, aber ich finde BH macht ein bisschen geilere, konzeptionellere, ist das ein Wort, Paletten, die ein bisschen geiler aussehen nachher und so. Also, tun wir das jetzt da richtig. Wir tun jetzt da richtig die beiden Farben Saftspot und Safe Word mischen.
Das ist also eine Person, die ich mal gerne treffen würde. Ich finde sie mega sympathisch. Ich finde auch die Luisa mega, mega sympathisch, also die Luisa Crashen. Ich finde sie richtig cool. Ich würde mir irgendwann mal ein Schwämmchen kaufen und das dann da ausprobieren. Auch Ellbogen anschlagen. Ich würde das dann da ausprobieren und dann sehen wir dann, wie das aussieht. Ich glaube, das wird meinen Job einiges einfacher machen. Ich habe eine riesen Fresse, wenn ihr seht. Also das ist schon mal geil, Elli. Merci vielmals für die Palette. Wie gesagt, schaut euch die nice Shades an. Ich finde sie richtig, richtig schön. Richtig wunderschön. Vielleicht werde ich dann nachher auch noch die Duo-Crumbs brauchen, weil ich liebe es. Dann gehen wir jetzt in die Smoke Show Palette von der Colourpop. Die hier. Ich habe den in den Spiegel Abdeckungsdings noch nicht abgezogen. Das könnte ich eigentlich jetzt mal noch machen. Mit meinen gemachten Nägeln, ja, richtig nice. Ja, ich bin jetzt letztens zum ersten Mal Nägel machen. Woohoo. Nein, kann ich so ein Video jetzt will in Korea machen, aber ihr wisst ja, ich kann nicht gehen wegen dem Kackvirus. Meine Kollegin, mit der wo ich gegangen bin, sie ist trotzdem gegangen. Und ich meine, ich kann es verstehen, sie hat auch keine Leute um sich herum, die gross immungeschwächt sind oder schlechte Immunsystem haben. Deshalb ist für sie mehr so, ja, wenn ich krank werde, dann werde ich krank. Oder? Und das kann ich aber auch verstehen, weil das würde ich auch machen, wenn es bei mir so wäre. So, also, dann haben wir hier Smoke Shop Palette. Oh, jeez, mein Licht. Und ich werde jetzt wahrscheinlich mit diesen beiden Farben hier arbeiten. Ja, wahrscheinlich eher die hier und die schwarze Farbe halt so. Jetzt tue ich da mal schnell das Grau aufpicken und das hier platzieren über die Farbe von der Ellie. Ew. Dann haben wir hier also ein bisschen mehr Grau in der Crease. Und das ziehen wir hier auch noch aufs Lid. Dann sieht das so aus. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, wir nehmen Schwarz. Fein aber nur, weil das Schwarz hat es in sich. Also die Farbe, die ich vorher gebraucht habe, hat geheißen Ignite und die ich jetzt brauche, heisst Let's Do It. Und wenn ich den Namen lese, dann kommt mir das so in den Sinn, so der Shia LaBeouf, der Just Do It schreibt. Just Do It! Genau, so klingt er. Jetzt brauchen wir die Farbe hier auch. So, auch ein bisschen Crease und so. Und jetzt haben wir da, jetzt bekommt er das Schwarz da gegen außen richtig an. Sie sind gerade am Kartonsammlung am Betrieben da im Hintergrund. Also wenn ihr etwas Ratteln, wie auch immer, hört, dann ist das because of that. So, jetzt haben wir da. Der Gothy Pretty Wiener da. Jetzt muss ich dann nochmal schwarz ein bisschen aufpippen, weil jetzt bin ich mit dem Granemann drüber. Und jetzt kann ich das nachher doch krass ausblenden, weil es ist just einfach irgendetwas. Und natürlich nochmal mit der Farbe von der Ellie drin. Also ich gehe dann nochmal in Saftspot und Safe Word und haue die dann nochmal wieder drüber. Und so, dann ziehen wir das dahinter rauf. Jetzt hat ja fast ein bisschen etwas von Drag Make-up, was ich jetzt da gerade mache. Schwarz noch ein bisschen aufziehen da.
Und jetzt würde ich hier noch schnell Pinsel. Die quasi die Knochenfarbe, die Ellie hat. So, Pinsel wieder gefunden. Nehme ich die jetzt auch schnell, gehe ich jetzt da ein bisschen rein und die ziehe ich jetzt da einfach da noch ein bisschen drüber. Das eben da auch. Und dann hätten wir das. Vampi. Jetzt muss ich da noch ein bisschen schwarz aufbauen, weil da hat es noch ein bisschen zu wenig für meinen Test. Mein anderes Auge ist erheblich dunkler. So, jetzt gehen wir da wieder mit Softspot und Safe Word rein und ziehen das dann noch ein bisschen. Tup. Und das eben dann auch nochmal. Das da wirklich da hochziehen. Und dann hätten wir das. Very draggy. Und jetzt haben wir noch irgendeine dunkle Farbe in der Mitte, die so ein bisschen schimmert. Und dann würde ich sagen, welche nehmen wir? Nehmen wir Spooky? Ich glaube, wir nehmen Spooky. Von der Ellie ihrer Palette nehmen wir da, die Farbe da, Spooky. Ihr seht meine Sachen im Hintergrund noch. Spooky, die da. Und könnt da rein. Das geile bei ihren Shades ist, man muss sie nicht einspielen. Ich mache es trotzdem, einfach aus sicherheitshalber. Schauen wir mal, wie die Farbe geil aussieht. Noch schon vom Pinsel. So, der Rest da. Ja. Tappen. Tap, bitch. Einsprayen. Ich mache es trotzdem wieder, aber ich will einfach nicht. Also ich ziehe es nachher im Auge an. Und dann aufs Auge. Wir können schon fast meinen, wir machen mal ein Review zu der Ellie ihrer Palette. Aber nein. Das könnte ich auch gerne machen, aber ich habe meine Meinung jetzt schon gehört. Also wenn wir sind immer nicht so wahnsinnig nötig. Finde ich jetzt persönlich. Richtig schön drauf gehen. So, und dann noch. Tja, und das ist jetzt mehr so ein Gothic Look. Ich weiss, ich habe mich schon beschwert über Menschen, die Gothic Zeugs machen, die nicht so Ahnung haben. Also, sagen wir so Leute, die null Mut mit Metal etc. haben, die nie irgendwie auch Leute haben, die damit in Kontakt sind und so. Das ist jetzt schon eher etwas in die Richtung. Es ist auch noch nicht Full Goth natürlich, aber es ist jetzt schon ein bisschen. Jetzt sind wir da unten. Da auch noch krass ausmogen mit Schwarz und so. Und dann noch mit der dunklen Blush und so. Und dann sind wir so ein bisschen mehr in meinem persönlichen Style. Wenn ich teilweise auch rausgegangen, in Ausgang. Wenn ich dann mal gegangen. So. Die Farbe von der Ellie ist drauf. Ich finde, es passt perfekt. Und dann tue ich da jetzt schnell den deponieren, weil ich will nachher dann nochmal schnell mit dieser Farbe rein. Jetzt nehme ich mein Puder unter den Augen weg. Wo ist der Puderpinsel hier schon wieder? Puderpinsel? Puder. Da ist er. Jetzt haben wir da die ganzen Puderdinger weg da. Unter den Augen. So. Wir sind gebacken. So. Jetzt sind wir hier an der Pinsel, der hier schwarz dran hat. Damit gehe ich jetzt einfach hier unter dem Auge durch. Also. Ich brauche noch mehr Schwarz. Hup. Ein bisschen grau und ein bisschen das und ein bisschen da. Ja.
Ich bringe es jetzt hier auf bis in den Knie, wo Richtung Innenwinkel geht, ein bisschen. Also nicht da, das ist falsch. Naja, ein bisschen Shade dort macht nichts. Ja. Jetzt habe ich hier schön schwarz und so. Und jetzt gehe ich da mit der Farbe von der Ellie nochmal rein. Hopp, hopp. Ich ziehe das. Mal da ein bisschen hin. Richtig. I look like a raccoon, but that's okay. Maybe I want to look like a raccoon, who knows? Jetzt hat sich mir da noch die Bonfarbe hin und das da so. So. Das steht schon fast nach dem Eyeliner, aber ich habe Angst vor dem Eyeliner. Deshalb muss ich dann einfach mit einem feinen Pinsel, mit einem schwarzen Lidschatten da ein bisschen Zeugs. Was ich eben gerne mal mache, sind so Zack unter dem Auge, so ein bisschen pimpernmässig. Und das bräuchte ja auch Lashes, aber ich habe keine Lashgrund. Ich habe noch nie Lashes geklappt, von dem her lassen wir das sein. Jetzt nehme ich hier nochmal Spooky von der Ellie. Ich glaube, den Rest an und tue das einfach da unten so ein bisschen herrühren. Also bitte vorher einsprühen. Noch so ein bisschen. Und wenn sie so ein verlaufen muss, ist es gleich, weil es ist nämlich eher, wenn sie das macht. Dasselbe. Und wie ich das vorher aufgedreht habe, auf dem auch im Mitte-Teil, kann ich das jetzt eigentlich quasi unten wiedergeben. Und jetzt schon nehmen wir noch eine Farbe für den inneren Corner und da weiss ich auch schon, was wir nehmen. Dann könnte man jetzt natürlich wieder eine Farbe von Ellie nehmen. Und ich könnte gerade ein bisschen tanzen hätte. Oder wir nehmen einen von den Silbertönen aus der. Aus dem Ding. Aus der Smoke Show Palette. Ich nehme jetzt einfach mal hier das Silber. Weil das Silber ist verdammt nice. Und tue das jetzt mal in den Inner Corner. Wenn das geil aussieht, ist immer so. Sonst schmeiße ich einen von der Ellie drüber. Das klingt doch nach einem Plan. Holy shit. Ja, also der ist sehr. Der Shade ist sehr da, muss ich sagen. Der ist hier. So, wenn ich That Bitch bin, gehen wir jetzt trotzdem noch mal schnell mit dem Shade von der Ellie drin. Es sieht huere krass aus, das Silber. So, ein bisschen Highlight auf der. Oh, Jesus fuck. So, jetzt nehmen wir hier von der Ellie, nehmen wir jetzt Illusion. Jeder da. Und rühren die auch noch ein bisschen drüber, weil Silber ist mal ein bisschen zu. Zu mighty gerade. Mit dem Violett, den ich vorne drauf habe. Ich spreche das jetzt auch schnell anfechten und.
Beach. Ja, das sind doch schon ein bisschen rosa mit dem Rest vom Look. Ja, weil Silber ist mir zu heftig gerade. Also ich liebe das Silber, wenn du vom Lid hast mit dem Rest. Aber wenn du etwas Violettes hast, dann ist es noch geil, wenn wir da ein bisschen Violett auch drauf tun. Jetzt haben wir nämlich so ein Violett Duochrome Moment im Inner Corner. Ich bin shiny as fuck, aber we love it. Jetzt sind wir einfach in der Mitte vom Lid auch noch ein bisschen rauf von dem. Dann wäre es das mit der Lidschattenfarbe jetzt eigentlich quasi schon gewesen. Ich tue jetzt da nicht mehr allzu viel machen. Ich gehe jetzt einfach noch schnell mit dem Blendingpinsel da ein bisschen rein. Einfach zum da ein bisschen einen Übergang machen da in die Shimmer Tones rein. Meine Augen sehen einfach auch 800 mal grösser aus, als ich sie so schminke. Das ist halt eben so ein bisschen Kräs. Aber jetzt passt halt die Farbe von der Blush, die ich wollte brauchen. Für einfach unter den Augen immediate. Passt jetzt nicht mehr so. Ist jetzt ein bisschen zu rot. Aber ich könnte versuchen, fein mit der hier, mit der Abby-Farbe hier. Das ist übrigens Julia's Place Palette, The Saharan Blush Volume 1. Könnte ich versuchen, hier unter den Augen ein bisschen runterzuziehen und so. Aber ich bin nicht sicher, wie das sollte. Ich könnte noch schauen, wie die Farbe aussieht, wenn ich sie auftrage. Okay, es ist mehr so ein dunkelrot. Schrei! Ich glaube nicht. Ich glaube, wir nehmen einfach wirklich die normale Blush, die ich habe. Und ja, ein anderes Mal, Julia, ein anderes Mal. Ja, dann nehme ich jetzt einfach eine normale Blushfarbe, die ich habe. Wir nehmen die, die auch etwas toter ist, so ein das Braun. Die totere Blushfarbe und gehen mit der rein. Und zwar mit diesem Pinsel hier. Wir gehen jetzt einfach da direkt unter das. Ich werde die Blush hier unter den Augen stark machen. Dann so ein bisschen noch reinblenden. Das ist wirklich so Focus under the blush ist. Unter den Augen mehr. Die Farbe da rein und reinnehmen. Ich nehme trotzdem noch schnell die Blush hin und ziehe das da wirklich so her. Ich mache quasi eine Bindung damit und dann sieht das so aus. Da hat man noch ein bisschen Rage mit der Blush. Und jetzt ziehe ich sie hier runter. Und ein bisschen auf die Nase. Ein bisschen habe ich gesagt, nicht zu fest. So. Das ist jetzt schon fast ein bisschen wie Girl Look. So, und jetzt tue ich meine Wimpern duschen. Ganz fix. Wo ist meine Wimpern duschen? Das nehmen wir auch die Schwarze natürlich. Von der Colourpop Bestie Volume Mascara, whatever the fucking name is. Und mit diesem Look tue ich noch was arbeiten. Okay, aber ich muss sagen, es sieht halt aber schon easy geil aus. Also so, vor allem auf der Kamera, wenn ich den mache, ist geil. Jetzt mache ich nachher auch noch meine Augenbrauen, bevor ich den Rest vom Gesicht mache.
So. Time for eyebrows. Für die habe ich jetzt ein neues Produkt. Das wäre da der I'm Brow Glue Gel Stick von der I'm Mimi. I'm Mimi. So, ich das gerade mal schnell alles da ein bisschen durchbrushen. Brush, brush. Jetzt mache ich da einfach schnell da ein bisschen Brow Action da. Ein bisschen vorheben da. Und dasselbe, ich muss jetzt noch wieder meine Brows rasieren. Und dann immer im Hintern nur einen Strich durch Dings. Das sieht jetzt aus wie etwas, aber ich tue es jetzt gerade noch verblenden dann. Eyebrows gemacht. Jetzt machen wir weiter mit dem Contouring. Und zwar tue ich jetzt hier mit dem Puderpinsel da mal schnell das Puder da wegmachen. Das Contouring kommt jetzt quasi unmittelbar da her. Wo ist mein Contouring-Pinsel? Nein, das ist ein Highlighter, das ist ein Contouring-Pinsel. So. Wir nehmen hier wieder meine Favorite, meine Roman Contouring Cake. Wir gehen jetzt einfach Swirly Twirly drin. Abklopft und dann. Snatchen wir das gerade da. Sehen Sie den Unterschied? Da sehen meine Knochen da viel krasser aus als hier. Und das ist das Ziel. Und eben durch das, dass ich jetzt hier die Blush gesetzt habe, sieht es noch etwas krasser aus. Snatchery Snatch. Es ist schon extrem, vorher und nachher, in Bezug auf das Contouring. I like. So, und natürlich der Highlighter. Den darf ich auch nicht fehlen. Ich habe noch Puder auf der Nase, habe ich jetzt gerade gesehen. Du bist der Puderbrush, gell? Nein, du bist nicht der Puderbrush, du bist der Puderbrush. So. Die Nase konturieren lassen wir vielleicht sein. Oder sagt ihr? Ja, ein bisschen kann ich kommen. Ein bisschen, weil meine Augen sind so dunkel. Aber die hellere Contouring-Farbe von der Roma, wir sind ja zwei da drinnen, dunkle und eine helle. Ich mache jetzt die helle und tue die jetzt einfach da von den Augenbrauen abziehen. Einfach nur da. Und ein bisschen da. Dann ein bisschen Augenbrauen ziehen und dann snatch it is snatch. Dann ziehe ich noch schnell ein bisschen da meinen Lower Neck da. Also Lower Neck. Lower Face Part da ein bisschen schattieren. Und ein bisschen. Highlighter weiss ich gar nicht, ob ich soll, weil ich habe Angst, dass es kaputt macht, was ich jetzt gemacht habe, aber ich glaube nicht. Fenty Lightning Crystal Yudihui. Fire Crystal Lightning, das genau heisst es. Und dann nehmen wir jetzt also so eine kleine Brush. Gehen da ins Fire Crystal rein. Wir machen da einfach so ein bisschen auf die Nase. Ein bisschen präzise und dasselbe unter den Augenbrauen, einfach so ein bisschen. Vor den Augenbrauen.
liefde na zijn Cupid's bow. Dan ga ik deze donkerrode lippen dit jaar nog aber geklapen. Spannend. Nog met de ene zag die bloemen of zo. Zo is het met A, einfach so ein bisschen. Auch so wirklich meine Maßstab da auf die Apples auf mein Face quasi. Und dann da oben ein bisschen. So. Und vielleicht da noch. So. Und dann jetzt noch schnell die Lippen und dann sind wir eigentlich fertig mit dem Look. Und ich finde das richtig, richtig geil. Muss man nachher ein richtig geiles Foto noch machen von dem. Ich bin zwar Fotografin, aber mit dieser Kamera ein Foto von sich selbst machen ist ein bisschen pain in the ass. So. Ich habe eben diese Farbe hier gemacht, Candy Apple von Pony Effect. Das sind die neuen Lacquers, aber ich weiß nicht, ob das passt. Okay, doch, es passt. Alles schnell. Kollegin, Pony Effect. Pony, you did it! Ohne Scheiße, es sieht so geil aus. Das ist Vintage Goth, my friends. Das ist richtig Vintage Goth. So. Ich habe wieder ein bisschen Führerwuscheln. So, dann wäre das der beendete Look. Ich mache nachher natürlich noch eure Collage. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, weil ich mich da in meine Goth-Diva, whatever you want to call it, verwandelt habe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.